herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu Let's Play Gothic 3. Wir befinden uns im Wolfsclan, wenn ich mich nicht irre, ne? Ja, wir befinden uns im Wolfsclan. Und ich habe keine Ahnung mehr, was wir zuletzt gemacht haben, außer dass wir hierher gekommen sind und die Quests hier überall angenommen haben, war da ja, glaube ich, auch noch nichts gewesen, soweit ich mich erinnern kann. Ich würde sagen, wir begeben uns erstmal zum Feuerclan und werden dort noch Quests annehmen. Und danach werden wir dann mal schauen, dass wir nach und nach das ganze Zeug abgeklappert kriegen. Hier müsste ja irgendwo noch einer rumstehen, der uns führen kann. Ich weiß nicht mehr, wie der Typ hieß. Der war ja aus dem Hammerclan gewesen. Oh Gott. Und dieses... das hatte ich letztens schon in der Aufnahme gehabt. Nicht von Gothic 3, sondern von To the Moon. Das hatte ich ja zwischengeschoben jetzt erstmal. Deswegen gab es keine Videos jetzt erstmal. Und da hatte ich auch schon ständig Störgeräusche gehabt, obwohl ich überhaupt keine SMS empfangen habe und so. Das ist total schrecklich. Naja, gut, egal. Hier müsste irgendwo einer rumstehen. Ich weiß nur nicht wo. Und ich weiß auch nicht mehr, wie er hieß, blöderweise. Und der sollte uns aber eigentlich führen können. Zum Feuerclan. Das würde ich eigentlich ganz gerne an der Stelle machen. Weil ich gerade mehr Bock habe, mir die Siedlungen anzuschauen, als jetzt in irgendwie in der Wildnis rumzurennen und Orks zu kloppen oder irgendwelche anderen wilden Viecher. Erstmal Pause machen. Ja, genau. Pause vom dumm Rumsitzen machen. So sieht's nämlich aus, ihr faulen Schweine, ihr sitzt euch den ganzen Tag den Arsch wund und dann müsst ihr erstmal Pause von der Pause machen. Da haben wir doch, Mord, los geht's. Bring mich zum Feuerclan. Kein Problem. Schön, dass er mir so freundlich entgegengestiefelt kam gerade, da musste ich wenigstens nicht weitersuchen. Na Quest, Folge Mord zum Feuerclan, sehr gern. Warum heißt es eigentlich die Quest? Ich finde die Quest irgendwie immer uncool. Das klingt so komisch. Ach komm, jetzt mach mal ein Jahr halblang, hä? Das hatte ich doch schon mal mit dir, das Spiel, oder? Ja gut, es gibt ja, glaube ich, die Quest, der irgendwie im Deutschen... Bewege dich nach unten, du blöder Hund! Los! Aber trotzdem klingt die Quest irgendwie bescheuert für mich, finde ich. Bei mir ist immer das Quest. Ach, Mord, ich... Und so. Jetzt beweg dich weiter nach unten, Gott verdammt nochmal. Ja, so sieht's nämlich aus. Und jetzt bleib auf der Spur. Geht doch. Geht doch. Mann, 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 diese blöden Ausgänge aus den Clans, aber das hatten wir ja schon am Hammerclan gehabt, dass Mord einfach nicht gehen wollte, wie er sollte. Aber ist ja auch nichts Neues in dem Spiel, denn die NPCs sind ja einfach nur vollkommen hirnrissig. Ist das hier schon? Nein, da steht Hammerclan dran. Na gut, ich bin mal gespannt, wo wir lang gehen müssen. Ich kenne mich hier, wie gesagt, überhaupt nicht aus. Also das heißt, wie gesagt, aber irgendwann habe ich es bestimmt schon mal erwähnt. Huch. Dass ich mich hier überhaupt nicht auskenne. Und ich glaube, ich gehe erstmal hier runter, denn ich habe es irgendwie dunkel im Gedächtnis, dass wir hier was abgeben mussten. Ja, genau. Ich habe eine Ladung Schinken von Rune. Wird doch Zeit. Die Jungs werden schon ungeduldig. Bär. Hatten wir schon lange nicht mehr. Den Rest gibst du am besten direkt den Jungs. Och nö, komm, kannst du selber verteilen, Mensch. Willst du Schinken? Klar, immer her mit dem Zeug. Mann, ich bin bloß der Bote und nicht der Kellner. Hier, Schinken. Ja, ich dachte schon, Rune hätte uns vergessen. Ja, ja. Der Schinken ist doch von Rune, oder? Nö. Ja, hier. Eigentlich ist er von mir gerade, weil ich die ganze scheiß Arbeit machen muss. Rune schickt mich. Ja, wird auch langsam Zeit. Was gibt's denn? Schinken. Na gut, gib her. Was sollte es sonst geben hier oben? Als ob es hier irgendwas anderes gäbe. Hier, dein Schinken. Bär, danke. Wenigstens hat sich sogar unser Ruf in Nordmar noch mit erhöht dabei. Und natürlich auch der Ruf beim Wolfsclan, Hammerclan. Ich habe gerade gar nicht geguckt. Bestimmt Wolfsclan. Würde mehr Sinn machen auf jeden Fall. Und damit können wir dann auch weiterziehen. So, ich hoffe ja mal, dass wir jetzt größtenteils über Regionen laufen werden, die wir schon gesäubert haben, gereinigt haben von wilden Tieren. Was hier auch die Hirsche immer auf den Wegen langlaufen. Ja, flüchte! Sonst bist du dran. Hau ab! So. Fort mit dir. Da liegt schon wer. Haben wir die etwa vergessen auszunehmen? Tatsächlich. Ja gut, wegen neuen Goldstücken, das lohnt jetzt auch nicht so sehr. Ich glaube, ich lasse die einfach liegen als Warnung für die nächsten Gobbos, die mich überfallen wollen. Halt! Aber hier müssen wir mal eingreifen, das geht so nicht. Die Felle und das Fleisch nehmen wir doch gerne mit. Also das sind Zustände hier. Alles einfach liegen lassen, so eine Schlumperei.
Was ist hier? Heilwurzel, her damit. So, ich hoffe, die greifen nicht an. Nee, gut. Die Wolbisons sind lieb, das ist schön. Dann ziehen wir auch mal ganz schnell weiter, bevor sie sich's anders überlegen. Was habt ihr denn hier mit der Hütte veranstaltet? Die sieht ja aus. So. Wollen wir uns mal wieder warm prügeln ein bisschen bei den Wölfchen hier. Unsere kleinen Sparringspartner. So. Und wieder reinkommen ins fröhliche Totgeklicker. Habe ich schon lange nicht mehr gehabt, Blitze. Ist echt schon eine Weile her, dass ich das letzte Mal aufgenommen hatte. Ich hatte irgendwann mal zwei Aufnahmesessions hintereinander gemacht oder relativ nah beieinander. Und dann hatte ich erstmal genug Folgen und dann war ja jetzt erstmal Pause gewesen. Das heißt, es ist bestimmt schon einen Monat her, dass ich gespielt habe schon wieder. Naja, warum nicht, ne? Gibt ja nicht viel zu verlernen hier zum Glück. Es ist ja einfach nur immer draufhauen. So sieht's aus. So, erstmal Mahlzeit, Brotzeit hieß es. Jetzt bin ich irgendwie bei Mahlzeit rausgekommen. Und das Einsammeln nicht vergessen. Und das Handtuch nicht vergessen. So. Wo geht's denn hier hin? Wolfsclan. Aha. Na da. Und hier? Hammerclan. Aha. Na da. Dir ist bewusst, dass wir nicht zum Hammerclan wollen, oder? Dankeschön. Das sieht schon besser aus von der Richtung her. Müsste auch eher stimmen, wenn wir nach Norden... Ja, wenn wir nach Norden gehen, haut das Meer hin. Huch, da sollte man nicht runterfallen. Mord. Ach, da. Glatt übersehen. Der ist so zierlich, den übersieht man ganz schnell mal. So, komm her, Säbelzahn. Ich finde gut, dass ich jetzt das Wolbison nicht erwischt dabei, wenn ich hier rumschlage wie so ein Berserker in der Gegend. Das wäre blöde, denn dann hätte ich jetzt ein ganzes Stück mehr Gegner am Hals. So sind es bloß die zwei Säbelzähne. Und die kriegen wir gerade noch so hin, vor allen Dingen, wenn wir den einen in die Ecke drängen. Oh, drei Säbelzähne. Okay, ich korrigiere. Aber auch das kriegen wir hin. Mittlerweile sind es schon nur noch zwei wieder. Das geht. So, ich halte mal meine Maus unter den Tisch, damit man das Geklicker nicht ganz so sehr hört. Ich glaube, dass es mittlerweile auch wusste, denn es hat ja mittlerweile, denke ich, jeder begriffen, dass das hier ein Totklickerspiel ist. Da hört man halt auch mal Geklicker. So, komm her. Oh, verdammt. Und schlagen. Der ist ja sogar relativ aktiv, muss ich sagen, am Mord. Auch mal mit Zustechen und so. Er trifft bloß zu selten. Aber ich ja auch. Ich meine, was soll ich sagen? Ich treffe ja auch nicht. So. Armselige Kreatur. Manchmal dann aber doch schon. Ich glaube, ich muss mir demnächst mal wieder an einem schönen warmen Lagerfeuer neues Fleisch brutzeln. Ja, mal wieder Zeit für eine Grill-Session. Ist ja auch bestes Grillwetter. Oder auch nicht. Ich muss ja sagen, mir ist ja egal, wie das Wetter ist. Ich grille generell nicht. Bin kein Grillfan. Wobei ich gerne doch das Grillen, das stört mich eigentlich gar nicht so sehr, mehr das Essen des gegrillten Fleisches. Ich mag den Geschmack einfach überhaupt nicht von Grillfleisch. Aber da muss man ab und zu halt mal durch, gerade wenn es Sommer wird, ne? So, Ripper. Zwei Ripper. D'accord, d'accord. So, tja, jetzt hätte ich mal vorher drauf vorbereitet, Mord. Man hat es ja sehen können. Aber nee, du musst da wieder reinlaufen mit deiner Waffe. So, das hast du jetzt davon. Jetzt liegst du am Boden. Toll. Tolle Wurst. So, muss ich wieder kommen und dir helfen, wa? Dem hast du's. Ich werde niemand vermissen. Nee. Hässliche Biester. So, nehmen wir das noch mit. Das gibt ordentlich Fleisch. Oh, Schattenläufer. So, so. Das ist ja mal eine nette Abwechslung. Na, aber bitte aufhören zu hacken hier. Ey, Mord, kannst du bitte mal... Achso. Ich wollte schon sagen, Meister. Einfach wegzurennen hier, die feige Drecksau. So. Gabus sind ja kein Problem. Die nehmen wir im Vorbeigehen mit. Ist noch armselige Kreatur. Naja, egal. So, auf jeden Fall nehme ich aber das Schattenläuferfell mit und das Horn dazu. Auf jeden, ey. So. Kann weitergehen. Steht jetzt hier schon mal Feuerclan dran? Nein, immer noch Hammerclan. Oh, die Nashörner sind aggro, ja? Aggro-Nashorn.
Wem hast du es gezeigt? So, auf wen geht das los? Auf mich? Was? Ich tu dir doch gar nichts. Jetzt tue ich dir schon was. Weil du mich geärgert hast. Um dich ist es nicht schade. Geh schon mal weiter und leg dich mit dem Wolf an. Ich nehme dabei die Leute aus, ja. Oder den Wölfen eben. So. Nett, beide erwischt gleichzeitig. Komm raus. So. Oh, da kommen noch ein paar vorbei. Die Party steigt. Die Gäste sind eingeladen. Ich sehe schon. Da wollen alle was vom Spaß abhaben hier. So, und mal jemanden wegräumen. Da. So. Double kill. So muss es aussehen. Ich brauche auf jeden Fall mal einen Heiltrank, aber ich glaube, ich nehme jetzt erstmal den Wolf weg. Um dich ist es nicht schade. So, jetzt warte mal kurz, Mord. Ich muss jetzt erstmal ganz dringend was trinken. Und was essen. Nur trinken geht nicht. So. Man muss ja schließlich auch was in den Magen kriegen. So, alles eingesammelt. Hier drüben lag irgendwo noch einer im Busch. Jawohl. Den habe ich nicht vergessen. Wo ist mein Cursor? Da ist mein Cursor. Hier ist auch noch einer. Meine Güte. So, jetzt kann es aber weitergehen. Ach, ich sollte Fellverkäufer werden. Vielleicht sollte ich Pelze nähen lernen. Könnte ich nach Warant ziehen und ein Pelzgeschäft aufmachen. Ist ja irgendwie in der Wirklichkeit auch immer so. Wenn man so in die Türkei fährt oder so, dann gibt es aber übelst viele Pelzverkäufer. Warum? Warum in solchen Gegenden? Wo die Tiere nicht leben, die dafür gemacht werden, die dafür gebraucht werden, um Pelze zu machen. Und wo die Leute nicht leben, die Pelze brauchen. Warum schleppt man dort Pelze hin? Ich weiß es nicht. Ui. Heidewitzka. Was macht denn der Eisgolem hier? Komm jetzt mal auf zurückzuweichen, du blöder Wolf. Ich muss mal meinem Kumpel helfen da oben. Unten. Ich finde auch diesen kontinuierlichen Schneestrom, der hier gerade war, lustig. So, jetzt aber. Du hast keine Chance gegen uns, mein Freund. Du bist... Um dich ist es nicht schade. Gleich nur noch Crushed Ice. Herz eines Eisgolems. Ist das nicht schön? So, ich glaube, das ist egal jetzt, oder? Nee. Die nehmen wir noch mit, die... Wir wollen ja nichts verkommen lassen. So, hier war einer noch, ne? Ja, du darfst auch. Was? Nein, wollte ich gar nicht. Das wollte ich. Sieht ungemütlich aus. Naja. Wie weit ist es noch, Mord? Können wir auch einfach gucken. Irgendwie laufen wir in die falsche Richtung, habe ich das Gefühl. Und da ist schon wieder ein Eisgolem. So, ich esse erstmal. Kämpf du dabei mal. So. Warte, ich komme. Oh, Gabos, die stören gerade, finde ich. Kann man sich ja gar nicht in Ruhe mit dem Eisgolem anlegen hier. Ja, toll, du kannst auch bitte da einschlagen, wo ich hindrücke. Das wäre schön. So, immerhin der schon mal weg. Blödes Gobbo-Pack. Töten sollte man euch. Und genau das werde ich jetzt auch tun, sobald der Leck vorbei ist. So, erst du, dann der andere. So, jetzt der Schwarze. Okay. Und du kriegst nicht mal den einen hier gebacken, hä? So, toll. Ich will niemand wieder vermissen. Nee, dich würde auch keiner vermissen. So, sauf mal. Gut, da sehen wir schon wieder ganz in Ordnung aus. Was ist der denn? Silberpokal, okay. Und der Eisgolem hat gar nichts für uns. Ist ja auch frech. Wo bist du? Da bist du.